Guten Morgen, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Montagmorgen, 20 vor 8. Ja, mal schauen, wer um die Zeit hier schon dabei ist. Wer sich hier schon zeigt, gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Hallo, liebe Aurora, schön dich zu sehen. Schenkst du mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin, bevor ich hier weiter quatsche. Denn ich möchte mal auf das Thema Ängste eingehen. Dass dieses große Ding, dieses große, scheinbar unüberwindbare Ding, das wir da irgendwo in uns auch abgespeichert haben, die Angst zu gehen, die Angst zu springen. Die Angst, Entscheidungen zu treffen, um seinen Seelenplan zu entdecken. Oder wenn man ihn dann entdeckt hat, die Angst dann auch weiterzugehen, den Seelenberuf daraus zu kreieren. Oder was auch immer dich gerade beschäftigt, vielleicht hast du letzte Woche auch so den ersten Impuls gehabt, du würdest gerne ins neue Programm mit Bob Proctor und Sabrina und mir da reinkommen und mit uns durchstarten oder keine Ahnung, würdest gerne zu mir in die Akademie kommen, da geht es ja auch um das Thema Angst in sich zu investieren. Ist es das wirklich oder in 4 Wochen den Seelenplan zu entdecken, dieses Speed-Programm, was auch immer, dich jetzt immer noch davon abhält, wirklich durchzustarten. Das sind ja unsere lieben Ängste. Und du hast bestimmt ja auch von mir schon mal den Satz gehört, hinter deiner größten Angst, da steckt dein größtes Potenzial. Hinter deiner größten Angst, da steckt dein größtes Potenzial. Und das Ding ist, du kommst nicht dahinter, solange du nicht wirklich mal eine Entscheidung triffst, durch diese Angst einfach durchzugehen und einfach zu machen. Denn, hallo liebe Dina, hallo liebe Lubomira, schön, dass ihr dabei seid, hier live. Denn im Grunde genommen haben wir immer nur Angst vor der Angst. Nie in der Angst und auch nicht danach, sondern es ist immer nur die Angst vor der Angst. Und solange wir wie erstarrt da stehen, weil Angst lässt uns letzten Endes wie erstarrt da stehen, kann sich im Außen nicht wirklich etwas verändern, kann im Außen nicht wirklich die gewünschte Lebenswirklichkeit entstehen, die du dir eigentlich schon so sehr von Herzen wünschst. Bring dir mal ein Beispiel. Ich war dieses Jahr mit meinem Sohn in Österreich unterwegs und wir waren da zum Canyoning. Und da ging es ja einige Male darum, die Ängste zu überwinden, sei es plötzlich hieß es vom Weg abzugehen und da übers Brückengeländer zu klettern und sich da abzuseilen und unten im Wasser zu landen oder wir standen an einem Felsvorsprung. Und da gab es dann eben auch keine andere Möglichkeit, als einfach nur darunter zu springen ins Wasser. Ins Wasser springen ist sowieso nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Schon in der Schule nicht gewesen. Selbst vom Startblock am Schwimmbadrand. Ich brauchte das irgendwie alles nicht. Und dann stehe ich dann natürlich da vor einem Felsvorsprung oder auf dem Felsvorsprung und gucke da runter. Gefühlte 100 Meter, so viel waren es natürlich nicht. Keine Ahnung, wie viel es waren. 3, 4, 5 Meter, keine Ahnung. Und dann heißt es dann so, jetzt springen. So. Und dann hat man ja natürlich Muffensausen, ganz klar. Hätte ich jetzt meine Angst nicht überwunden und wäre gesprungen, das war im Juli diesen Jahres, dann würde ich jetzt noch dort stehen. Dann würde ich jetzt noch dort stehen. Und dieses Bild, dieses Beispiel verdeutlicht, oder damit möchte ich dir verdeutlichen,
solange wir uns in unseren Ängsten gefangen lassen halten, solange wir in unseren Ängsten drin bleiben, zu gehen, zu springen, im übertragenen Sinne da, solange bleiben wir dort stehen, wo wir gerade stehen. Solange, nochmal, bleiben wir dort stehen, wo wir gerade stehen. Wir merken das nur nicht, weil wir haben ja dann so wieder Ablenkungsmanöver. Dann fangen wir nämlich an, uns so die Geschichte zu erzählen. Ich habe doch da noch ein Buch im Bücherregal. Das lese ich jetzt mal wieder. Da bekomme ich jetzt mal noch mal eine Anleitung, was ich denn jetzt erstmal noch machen kann. Oder ich komme auf die Idee, ach, da habe ich mir doch irgendwann mal so einen kleinen Online-Kurs gekauft. Da gucke ich mal rein und da hole ich mal die Anleitungen. Oder ich gucke mal, da habe ich doch noch so eine DVD im Regal stehen. Da hat doch jemand erklärt, wie dies und jenes geht, wie ich an mein Potenzial komme. So irgendwie 5 Schritte, 3 Schritte. Gucke ich mal nochmal in diese DVD rein. Oder. Weißt du? Wir drehen uns da im Kreis, metaphorisch gesprochen, bleiben wir am Felsvorsprung stehen. Hallo lieber Christoph. Metaphorisch gesprochen, bleiben wir am Fels, auf dem Felsvorsprung stehen und drehen uns dort im Kreis und kommen nicht wirklich weiter. Das heißt, es geht letzten Endes einfach einmal darum, zu springen. Zu springen, zu gehen. Loszugehen, wirklich loszugehen und nicht weiter sich im Kreis zu drehen und da eine Inspiration holen und da eine Inspiration holen und da und dort gucken, sondern die Entscheidung zu treffen, so, jetzt, go, los, auf geht's. Als ich vor 3 Jahren oder 4 Jahre, 3 Jahre ist es jetzt her, nach 30 Jahren meine Kündigung im öffentlichen Dienst eingereicht hatte. Glaubst du, das war bei mir nicht mit Existenzängsten verbunden, dass ich gedacht habe, oh Gott, was machst du hier? Du wirst zur Hartz-IV-Empfängerin noch, wie viele wären da draußen stolz auf diese Stelle und tralala und quakaka und diese ganzen Dinge, die einem da im Kopf rumschwirren. Da waren auch Ängste verbunden. Aber da waren auch Ängste mit verbunden. Aber hätte ich nicht die Entscheidung getroffen und wäre gesprungen, wäre durch die Tür durchgegangen, durch die Angst durchgegangen, hätte alles weitere, was in den letzten 3 Jahren hier entstanden ist, mit der Akademie und das Programm jetzt mit Sabrina zusammen, mit Bob Proctor und das Seelenfreude-Retreat auf Bali, das jedes Jahr einmal stattfindet und. Diese wunderbaren Dinge hätten nicht entstehen können. Und wenn du mir das damals so gesagt hättest, auch noch, du gründest meine Akademie und so weiter, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Aber ich hatte so in mir das große Ziel, ich möchte viele Menschen einfach dabei helfen, ihr Ding zu entdecken, ihren Seelenplan zu entdecken, dass sie aufhören, wie hypnotisiert durch ihr Leben zu gehen. Schau mal, es ist jetzt Montagmorgen, vielleicht bist du gerade unterwegs oder vielleicht bist du anschließend unterwegs. Schau dich mal um, wie die Menschen draußen rumlaufen. Hallo, liebe Karin. Und das ist etwas, was mir immer so ein bisschen in der Seele wehtut, wenn ich sehe, wie die Menschen draußen wie hypnotisiert noch nicht mal durch ihr Leben laufen, sondern eigentlich starr sind und das Leben zieht an ihnen vorbei. Und keiner von uns, weder du noch ich noch irgendjemand da draußen, ist doch mal auf die Welt hier gekommen mit dem Gedanken, okay, ich habe mir zwar Großes vorgenommen hier zu erschaffen und will die Welt entdecken, aber ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Alter lasse ich das Leben an mir vorbeiziehen. Werde gelebt, bin nur am Funktionieren. Ist halt so. Wir waren am Samstagabend noch ja, mit Bekannten da
unterwegs, die da irgendwo in einer ganz anderen Richtung unterwegs sind. Aber da war wieder so schön zu beobachten, wie viele Dinge wir uns selbst erzählen, dass etwas nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert, dass das Leben halt so ist, dass man halt erstmal muss gucken, dass man ja eine sichere Stelle hat und dann auf die Rente hinarbeitet. Und wenn man dann mal in Rente ist, sind ja nur noch ein paar Jahre und dann fängt man an zu leben und, und. Hey, das sind doch alles Geschichten, die wir uns erzählen. Stell dir mal vor, wir hätten im Elternhaus gelernt, es gibt nur eines, folge deinem Herzen, erweitere immer und immer wieder deine Komfortzone, wachse, lebe dein Leben, lebe deinen Seelenplan, lebe deine Kreativität, lebe dein Potenzial. Bring das, was du auf die Straße bringen möchtest, auf die Straße. Helf anderen Menschen dabei, helf Mutter Erde dabei, helf der Tier- und der Pflanzenwelt, helf dabei, hier Mutter Erde wieder zu einem besseren Ort zu machen oder zu erhalten oder zu einem Ort wieder werden zu lassen, wie es für alle Lebewesen, für alles, was ist, wieder ein besseres Miteinander ist. Nicht nur für uns jetzt, sondern auch für unsere Nachkommen. Schau mal, welche Geschichten würdest du dir denn dann erzählen? Und welche Geschichten erzählst du dir jetzt? Und die Angst, solange du nicht wirklich einfach mal springst, stehst du am Felsvorsprung, drehst dich vielleicht mal so ein bisschen im Kreis, aber kommst letzten Endes nicht weiter. Und vielleicht hilft dir jetzt nochmal so der Gedanke, hallo liebe Irmgard, wir haben immer nur Angst vor der Angst. Sobald ich da im Sommer dann wirklich gesprungen bin, kamen schon ersten Glücksgefühle auf und anschließend steht man da und klopft sich auf die Schulter. Wow, wie genial! Das erlebe ich dann immer wieder auch bei denjenigen, die sich dann dazu entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten, was allein schon nach der Entscheidung an Großartigem manchmal schon entsteht, wie einfach schon ein anderer Energielevel da ist, wenn man weiß, wow, es geht jetzt endlich in eine andere Richtung, weil Mann bzw. Frau stolz auf sich ist, die Entscheidung getroffen zu haben. Und das rettende Ufer einfach mal in Sicht ist. Man zwar dann den Weg genau noch nicht kennt dahin, aber man weiß, man ist jetzt auf einem Weg überhaupt und hört auf, sich da im Kreis zu drehen. Und das ist einfach das Ding. Es geht einfach mal darum, im ersten Schritt zu springen, sich bewusst zu machen, das Leben ist nicht in Gefahr, eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, im Grunde genommen, jetzt so in der Realität, wenn ich jetzt da an dem Felsvorsprung, ich habe das jetzt so als metaphorisches Beispiel gebracht, da hätte ich mich ja in der Tat auch verletzen können, hätte können so stürzen, dass mein Leben in Gefahr, also der physische Körper in Gefahr gewesen wäre. Aber wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, sich auf seinen Herzensweg zu begeben, das eine Ding zu entdecken, das Potenzial, den Rucksack auszupacken, den du mitgebracht hast, mit deinem Potenzial, mit deiner Kreativität, mit deinen Gaben, mit deinen Plänen, was du hier mal auf Mutter Erde verwirklichen wolltest. Da ist ja noch nicht mal dein Leben wirklich in Gefahr. Du bist ja nicht in Lebensgefahr, wenn du durch diese Angst gehst. Du bist ja definitiv nicht in Lebensgefahr. Hallo, liebe Ida. Vielleicht hilft ja dieser Gedanke auch zu gehen, zu springen, zu sagen, hey, verdammt nochmal, Montagmorgen, schon wieder liegt so eine Woche vor mir, wo ich viele Dinge mache, die überhaupt nicht wirklich meinem Herzen mir selbst entsprechen. Also mir ging es früher immer so. Sonntagnachmittag kam schon so ein mulmiges Gefühl auf. Geschweige denn Montagmorgen, als der Wecker dann geklingelt hatte und ich dann auf die Autobahn in den Stau fahren durfte.
um Stop and Go in die Stadt reinzufahren. Unser Leben ist nicht in Gefahr, wenn wir eine Entscheidung treffen, zu gehen. Es ist lediglich die Angst vor dem Neuen und es ist lediglich die Angst vor der Angst. Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, wirst du merken, und das ist immer so, das ist auch bei mir heute immer noch so, ich meine, meine Ängste in mich zu investieren und Entscheidungen zu treffen, die sind immer ganz so groß, weil ich schon einige Male diese Erfahrung einfach gemacht habe und weiß, es geht immer wieder darum, die Komfortzone zu erweitern, weil ich will ja auch weiter wachsen, will mich ja auch weiterbilden und mich weiterentwickeln, auch um das Wissen natürlich auch weiterzugeben, auch an dich. Aber das allererste Mal oder die allerersten Male, ja, Angst macht starr, wie wir ja auch sagen. Es stockte vor Angst der Atem. Und solange wir einfach uns in dieser Angst drin befinden, kommen wir nicht weiter. Und mach dir bitte bewusst, dein Leben ist nicht in Gefahr, wenn du durch diese Angst durchgehst. Es ist im Prinzip noch viel, viel einfacher, als von einem 10 Meter Felsvorsprung runter ins kalte Wasser zu springen. Dein Leben ist nicht in Gefahr. Aber wenn du durch diese Tür mal gehst, dahinter erwarten großartige Dinge dich, dein Leben, so wie du es dir aus ganzem Herzen wirklich wünschst. Und was schenkt dir das an Energie, an Freude, an im Fluss des Lebens zu sein, wenn du mal dein Ding machst, wenn du mal tagsüber die Dinge machst, die du wirklich willst, was wirklich dir selbst entspricht. Schau mal, was da alles da draußen auf dich wartet. Hinter dieser Tür, die sich da Angst nennt. Und dann geh. Okay. Ein großartiges Leben, so wie du dir es eigentlich mal vorgestellt hast, das wartet auf dich. Alles Liebe, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.